Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Mal kein Reisevideo, sondern ich wollte mit euch über ein bestimmtes Thema reden, und zwar Roofing. Also wie ihr wisst, reise ich natürlich nicht nur, sondern das Ganze heißt ja Work and Travel. Und als ich auf der Suche war nach einem Job, habe ich das sogenannte Roofing kennengelernt. Das heißt, du bist bei einer Familie und lebst quasi mit der Familie zusammen, musst da ein paar Stunden arbeiten, darfst da aber kostenlos wohnen und auch essen. Und es klang eigentlich ziemlich cool. Ich erzähle euch mal die Geschichte, wie das Ganze passiert ist. Also, ich war in so einem Office quasi, wo man Reisen buchen kann, einfach nur weil es da Internet gab, um quasi nach Jobs zu suchen. Und da habe ich ein Mädchen getroffen, die da gearbeitet hat. Die kam aus Deutschland. Und die hat mir erzählt, ja, sie kennt da jemanden, bei dem hat sie Roofing gemacht. Und ich wusste erst gar nicht, was das ist. Dann hat sie mir das erklärt und hat mir die Nummer von ihm gegeben. Und ich habe direkt angerufen. Und ich habe mit ihm geredet, so eine halbe Stunde lang. Und dann meinte er so, ja, er kann mich direkt morgen abholen. Und dann ging es auch schon los. Ich weiß, man muss da ziemlich vorsichtig sein. Man muss... Keine Ahnung. Das ist halt ziemlich schwierig. Die Menschen in Australien sind sehr offen. Das ist ganz anders als in Deutschland. Also, wenn man jetzt drüber nachdenkt, okay, man fährt einfach mit einer fremden Person zu dem nach Hause, ist es ziemlich komisch. Und er hatte auf jeden Fall zwei Kinder. Es war alles gut. Man muss immer vorsichtig sein. Ich meine, du weißt es nie vorher. Man sollte einfach auf sein Bauchgefühl hören und so weiter. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Es war mega cool. Und falls ihr mehr zu arbeiten und sonst irgendwas wissen wollt, könnt ihr mir gerne schreiben. Dann mache ich mal so ein Frage-Antwort-Video oder so. Weil Arbeiten in Australien echt schwierig ist, sowas zu finden. Aber das soll es hier im Video gar nicht drüber gehen. Ich habe ein paar Sachen aufgenommen von dem Ort, wo ich war quasi. Ich habe das 2 Wochen lang gemacht und sozusagen dann 2 Wochen Geld gespart. Ich glaube, ich habe in der Zeit $20 ausgegeben, das war's. Weil du kriegst da eben alles. Und sorry übrigens für die schlechten Lichtverhältnisse, aber ich hatte gerade Lust, das Video zu drehen und ansonsten findest du nicht viel Zeit und es ist gerade niemand im Zimmer, darauf musst du auch immer achten, weil erstens, ich will nicht, dass die im Video sind, zweitens, ich fühle mich komisch, wenn ich vor anderen rede, so mit dem Handy, ich weiß nicht. Und deswegen hat sich gerade die Möglichkeit ergeben. Es tut mir leid, dass das Video so unübersichtlich ist, vielleicht unstrukturiert, weil ich rede einfach drauf los. Also, dann war ich dann in der Familie. Die erste Woche war so okay. Also, am ersten Tag, als ich da ankam, ich kam abends an, aber dann am nächsten Tag musste ich so Sachen machen wie Kühlschrank sauber machen, Gefrierfach sauber machen, Haushaltssachen. Ich dachte mir echt so, geil. Aber ich habe es gemacht, das war okay. Der Mann, bei dem ich das gemacht habe, der war sehr nett, bisschen abgedreht, so, er hat so sich selbst gemeint, er ist so ein halber Hippie. Und keine Ahnung, auf jeden Fall war es ganz cool. Die 2 Kinder habe ich dann am nächsten Tag, glaube ich, kennengelernt. Die waren auch mega süß, also es war irgendwie, die Eltern waren getrennt. Aber unter der Woche waren sie beim Vater, das heißt, ich hatte auch viel mit den Kindern zu tun. Das war mega süß. Und was ich gemacht habe, ist eigentlich total unterschiedlich. Wie gesagt, manchmal Haushaltssachen. Ich habe das Auto von ihnen geputzt. Die hatten ein riesen Grundstück, wo auch so ein großer Teich war. Dann hatten sie noch Hühner, also ich habe auch Hühner gefüttert. Ich habe Rasen gemäht, ich habe alles Mögliche gemacht, überall mitgeholfen, je nachdem, was gerade anstand. Deswegen kann man nicht explizit sagen, was du machen musst. Das kommt halt immer auf die Familie drauf an. Einmal waren wir auch bei einer Freundin von ihm und haben betoniert zum Beispiel. Ich habe jetzt gelernt, wie man betoniert so ein bisschen, was eigentlich ganz cool ist. Alles Mögliche hat man dann quasi gemacht. In der 2. Woche kam dann noch ein anderer dazu, der das auch gemacht hat, das gleiche wie ich. Das war ein Australier. Und der war schon 30, aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Es war mega cool. Vor allem habe ich quasi 2 Wochen durchgehend Englisch geredet, was mir in meinem Englisch wirklich geholfen hat. Weil ansonsten in Hostels ist es oft so, du lernst so viele Deutsche kennen. Und sobald einer aus der Gruppe anfängt, Deutsch zu reden, klar, es ist deine Muttersprache. Natürlich redest du dann auch auf Deutsch. Und es hat wirklich mal gut getan, quasi 2 Wochen komplett nur Englisch zu reden. Und es war schon eine coole Zeit. Manches war scheiße. Also generell, so die Arbeit, die du machen musst, teilweise hast du dich so ein bisschen ausgenutzt gefühlt. So, wenn wir gegessen haben, musste ich das Geschirr quasi von allen spülen und so. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, wenn du Au-pair machst.
da geht es dir vielleicht auch oft so, deswegen würde ich jetzt für mich entscheiden, nicht Au-pair zu machen, weil ich quasi auch wie ein Au-pair da war für 2 Wochen lang. Und trotzdem kann ich es nur weiterempfehlen, weil das ist mal was ganz anderes, wirklich in Australien in der Familie zu sein. Weil ansonsten machst du halt diese, du reist rum, arbeitest zwar auch, aber da hast du wirklich so australische Sachen kennengelernt, die du sonst nicht kennenlernen würdest. Und die ganzen Eindrücke, die ich in diesen 2 Wochen bekommen habe, sind wirklich krass, weil mir kommt es so vor, als hätte ich da voll lange gelebt und es waren einfach nur 14 Tage. Und es war besonders cool, dass da noch ein zweiter war, der das auch gemacht hat. Und das war richtig cool. Und deswegen war das mein Arbeiten quasi, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ich will jetzt demnächst auch noch einen Job suchen, dass ich ein bisschen Geld kriege, weil da habe ich natürlich kein Geld bekommen. Und ich hoffe, ich habe das jetzt alles ganz gut zusammengefasst. Also, es ist quasi ein Job, wo du kein Geld kriegst, aber dafür schlafen kannst, ein eigenes Zimmer hast und essen kannst, ohne was dafür zu zahlen. So. Das ist eigentlich diese Hauptsache. Und es kommt hier auf die, also es kommt auf die Familie an, wie viel du arbeiten musst, was du machen musst. Ich musste teilweise für mich selbst kochen, durfte aber alles benutzen, was sie hatten. Solche Dinge und ja, deswegen. Ich wollte einfach nur ein Video darüber machen, weil viele kennen das gar nicht, es heißt Roofing. Und es ist an sich eine ziemlich coole Idee. Und sowas gibt es in Deutschland auch nicht. Ich meine, wer stellt jemanden ein, der so ein paar Wochen da wohnt und einfach mithilft? An sich eine coole Idee, aber machen nicht viele in Deutschland, also gibt es glaube ich gar nicht. Und ich fand es cool, dass ich es mal ausprobiert habe. Und ja, jetzt seht ihr noch mal ein paar Eindrücke. Ich habe nicht so viel gefilmt, weil ich nicht so viel Zeit gefunden habe dort. Aber es war schon auf jeden Fall cool. Und ja, jetzt seht ihr ein paar Eindrücke. Burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Gefallen, hat euch vielleicht einen kleinen Eindruck gegeben, so, dass auch ich nicht nur am Reisen bin, sondern da habe ich 2 Wochen quasi nur gearbeitet. Also ich hatte, glaube ich, in den 2 Wochen einen Tag frei. Ansonsten habe ich immer so 7 Stunden gearbeitet. Und du kannst halt nie sagen, dann ist deine Arbeitszeit vorbei, weil du halt in der Familie bist. An dem Tag, wo ich frei hatte, hieß es morgens auch so, ja, wir sind gerade ein bisschen spät dran, kannst du vielleicht das Schulbrot für die Kinder machen, was natürlich selbstverständlich ist, ist kein Ding. Aber es ist dann trotzdem nochmal was anderes, weil du immer in die Familie eingebunden bist. Ist auch nicht so, dass du nach 7 Stunden quasi die Zeit abgehakt hast und dann Freizeit hast, sondern wir haben meistens so 5-6 Stunden gearbeitet, wirklich dann im Garten, im Haushalt, sonst was. Und dann musstest du trotzdem noch die Kinder abholen, beim Essen mithelfen, solchen Dinge, die man, keine Ahnung, ob man die als Arbeit ansehen kann oder nicht, weil das machst du ja selbst, auch wenn du nicht arbeitest, musst du das ja machen. Deswegen war es alles ein bisschen schwierig. Ich wollte es euch nur mal ein bisschen erklären. Falls ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, das Video war nicht zu unübersichtlich. Ich habe das jetzt einfach mal so drauf los erzählt. Und ja, danke schön fürs Ansehen. Ciao!